Oje, wie hält er das wohl seinem Chef erklärt? Seit Montagmorgen die Steine liegen der Footballerin Arschgeschichte der Georgia Dome in Atlanta wurde kontrolliert gesprengt und Amerika acht jetzt über einen Kameramann den The Weather Channel, der hatte sich für seine Aufnahmen den perfekten Platz ausgesucht, da stellte sich frontal vor die Arena und ließ seine Kamera einfach laufen. Dabei wartete er auf den Moment, in dem die Mädels 2000 Kilogramm Sprengstoff das Stadion implodieren lassen sollten. Hier implodiert ein Stück Sportgeschichte. Der Georgia Dome erlebte zwei Super Bowls. 1994,2000 war außerdem Austragungsort für verschiedene Events der Olympischen Spiele 1996. Foto Imago rund 40 Minuten über Club T. Das Super. Die Zuschauer von The Weather Channel sahen einen perfekten Livestream, fieberten dem Großengel und spektakulären Bildern entgegen. Um 7,30 Uhr Ortszeit der lang erwartete Countdown für die Sprengung, nur noch 10 Sekunden, 9, 8, gleich würde die Arena auf Platz der Super Bowls 1994 und 2000 in Schutt und Asche liegen. Ander, der Kameramann, hätte alles sauber im Kasten, aber denk steh gerade hatten die Schaulustigen und Zuschauer die erste Detonation gesehen, davor von rechts ein Linienbus ins Bild, hielt an der Bushaltestelle genau vor der Arena und ruinierte damit den entscheidenden Moment. Am frühen Montagmorgen vernebelte eine große Staubwolke die Skyline, wo Atlanta Photo Action Press die Reaktion des schockierten Kameramannes köstlich. Der völlig fassungslose Filmer beschimpfte einfach den Bus. Nein, Bus aus dem Weg, Bus verdammt nochmal, gib Gas. Doch seine Hasstiraden nützten nichts. Wahnsinn, als die Celle Fahrgäste teilen und ausgestiegen waren und der Bus weiterfahren konnte, war das Stadion im Hintergrund bereits in sich zusammengefallen. Die Vogelperspektiv-Tas ist von der Megarena 80.000 Plätze übrig geblieben. Foto Action Press Stadion kaputt. Reporter Tagima. Aber dafür freut sich Atlanta jetzt auf einen Super Bowl in der eigenen Stadt. Das neue Mercedes-Benz-Stadium kosten mehr als 1,5 Milliarden Dollar, wurde im August eingeweiht und wird 2019 zum Austragungsort für das größte Sportereignis der Welt. Die EGOT-Nachricht für den traurigen Reporter des Renault wird so schnell nicht abgerissen. Sind Sie bei Facebook? Werden Sie 5bild.de News-Anzeige das Sortiment der Topspieler hier im Bildshop erhältlich?